Jetzt bin ich direkt über der Delta-Algenstation. Wollen wir doch mal sehen, wie sich dieser Unfall ereignet hat. Im Februar übrigens. Es könnte sein, dass da nichts mehr zu finden ist. So, jetzt haben wir hier die ganzen Rettungsdinge. Eine Kransteuerung. Und eine Treppenmöglichkeit nach oben. Ah, hier ist noch ein Hebel, okay. Lauf, Band, lauf. Ach ja, genau, wir haben jetzt wieder unseren Kescher. Mit dem wir immer noch nicht wissen, was wir damit machen sollen. Aber vielleicht offenbart sich ja da noch etwas. Halleluja. Und da hat sich niemand genötigt gefühlt, das mal irgendwie zu reparieren oder so. Na, dann mein Tau. Wir haben ja ein unübersehbares Loch. Irgendetwas sagt mir, dass die Explosion von diesem Rohr ausging. Die Frage ist nun, was hat sie überhaupt erst ausgelöst? Und mein Tipp wäre ja, dass es dir sagt, weil hier das Loch etwa direkt über dieser Öffnung ist. Ich kann am hinteren Ende der Röhre etwas erkennen, aber es liegt zu weit weg, als dass ich es erreichen könnte. Gott sei Dank haben wir einen Kescher für solche Angelegenheiten immer parat. Ein Flaschendeckel. Juhu, ein Flaschendeckel mit Schraubverschluss. Ein Metalldeckel. Vielleicht von irgendeiner Chemikalie? Schraubverschluss. Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? Ja. Gute Frage. War es das jetzt hier? Ah, nee, da haben wir noch einen Algenfilter. Der Kork filtert alle Stoffe, die in die Röhre hinein und aus der Röhre wieder herausdringen. Dann fassen wir den mal an. Die Filter sind aus solidem Kork. Super. Es riecht nach allem Möglichen. Wenn ich etwas Bestimmtes feststellen will, dann sollte ich eine Probe mit ins Labor nehmen. Dann schneiden wir uns gleich mal ein Scheibchen davon ab. Der ganze Filter ist zu groß zum Transportieren. Dann schneiden wir uns ein Stück davon ab. Ich schneide etwas Kork aus dem Filter. Dankeschön. So, jetzt haben wir ein Stück Kork. Jetzt haben wir... Boah, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt mit dem ganzen Zeug hin sollen. Wahrscheinlich ins Labor. Und da ist schon wieder der weiße Streifen. So, ja, jetzt haben wir wieder einen Deckscreen und können wieder kombinieren. Wahrscheinlich in dem Kork wird sich eine chemische Substanz finden, zu der der Schraubverschluss passt. Und damit werden wir Dr. Hinrichs oder Duwe überführen können. Nach einem netten Zwischenscreen. Screen ist auch so ein richtig, richtig schwieriges Wort, finde ich. Ich glaube, ich sage demnächst Bildschirm. Oder Schirm. Oder Bild. Bildschirm. Ja, genau. Wir müssen ja jetzt hier runter. Ins Labor. Aha, so ist das also. Ah, und schon geht es weiter. Ist hier die Iris jetzt mittlerweile aufmachbar? Die Tür führt zum H2-Labor. Um diese Zeit... Wie ich es mir da... Okay, da kommen wir da erst später rein. Gut, dass wir ein Mikroskop und ein Massenspektrometer haben. Mit dem dafür muss den Rest. Dann wollen wir mal. Mal gucken. Aha, das Gerät hat einen Brandbeschleuniger festgestellt. Der Brand war also nur ein Unfall, ja? Wenn ich denselben Brandbeschleuniger noch woanders feststellen kann, könnte mir das einen Hinweis auf einen Tathergang geben. Aber wo soll ich nur suchen? Ja, wir haben noch einen Flaschendeckel. Ja, und wir haben ein Mikroskop.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht. Wenn ich eine bestimmte Chemikalie feststellen will, benutze ich lieber den Massenspektrometer. Ja, das war auch mein Gedanke. Aber Lissa ist weg. Das heißt, wir können jetzt eine... Computer... Nee. Können wir jetzt endlich mal die Algenprobe reden? Blanker Unfug. Schade. So. Nein, der Flaschendeckel ist viel zu groß für das Reagenzglas. Ah, ich sehe schon, worauf das hinaus... Heckmeck. Hey, ich wollte da Wasser reintun, damit du es ausspülen kannst. Und dann das Wasser in das Reagenzglas tun. Wo ist das Problem? Ja. Handtuch. Vielleicht hat das Handtuch hier... Ich habe keinen Grund, es zu untersuchen. Sicher. Puh. Ich zerschneide meinen Ab, da hängen zu viele. Nein. Geht das echt nicht? Also ich finde, das ist die einzige Möglichkeit. Ketchup. Der Flaschendeckel ist aus Metall. Den bekomme ich nicht klein. Komm, das mit dem Handtuch. Einmal aus. Moment mal, der rechte Ärmel riecht fast so wie der Flaschendeckel von der Algenfarm. Ich muss das allerdings erst näher untersuchen, bevor ich mir ganz sicher sein kann. Ah, und schon dürfen wir das Ding... Ah, zerschneiden, da ist es. Das geht natürlich auch, ist ja ganz klar. So, mein einfach alter Laborviertel ist bereit zur Analyse. Ins Massenspektrometer. Jetzt bin ich aber massenspektrumisiert. Tatsache. Sowohl auf dem Ärmel als auch in dem abgebrannten Rohr findet sich der gleiche Brandbeschleuniger. Hatte Lissa nicht gesagt, dass du für den Kittel manchmal trägt? Am Ende war es hinterher noch Ben selbst. Oh, das wäre aber schlimm. Und das glaube ich auch nicht. Aber, naja, es gibt ja genug Filme, wo dann plötzlich die Hauptpersonen, von denen man dachte, es passiert nichts. Guckst du immer noch hier herum? Wie hast du es eigentlich all die Jahre ohne deine geliebte Alge ausgehalten? Du willst das. Ich darf das. Jetzt darf ich das. Wenn der eigene Vater anfängt, in deinen Privatsachen herumzuschnüffeln und dich vor der größten Tratschtante Norwegens bloßstellt, dann darf man sowas. Was willst du eigentlich von mir? Ich will mit dir reden. Worüber? Darüber, dass ich schwul bin, ist es das? Oder doch wieder nur über... Ja, ich will mit dir über die Alge sprechen. Oh, ich wusste es. Über was sonst? Du hast die Alge. Ja, könnte man so sagen. Hast du deswegen die Forschung sabotiert? Bent, jetzt reicht's. Lass ihn ausreden, Lissa. Ich glaube, jetzt wird es interessant. Was hast du herausgefunden? Herausgefunden? Dass du dir nichts sehnlicher wünscht, als hier zu verschwinden. Dass unsere beste Algenkultur vor 2 Wochen zerstört wurde. Kurz bevor die Investorengespräche anfingen. Und... dass es kein Unfall war. Es war ein Unfall. Nein. Ich habe Brandbeschleuniger in der Algenstation gefunden. Das Feuer ist absichtlich gelegt worden. Und du glaubst, dass ich das war? Ich habe die gleiche Substanz an meinem alten Kittel gefunden. Meinen Kittel, den mein Sohn noch manchmal trägt. Und weiter? Hast du oder hast du nicht das Feuer gelegt? Du hast... Wie kann er nur? Er würde sich schämen. Ihr hört jetzt sofort auf damit. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Nein. Das macht es ja gerade so komisch. Ah ja, genau. Es ist nicht wahr. Es war wirklich nur ein Unfall. Und du denkst, ich hätte... Was sollen diese Spielchen? Bent, er hat recht. Der Brandbeschleuniger war Spiritus. Nach dem Unfall haben wir die Station damit gereinigt. Ich bin genauso wie du. Ich denke nie an mich. Nie. Ich hasse meine Arbeit hier. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich denke, das ist jetzt vorbei.
Lass uns bitte einen Moment allein, Ben. Ich werde mit ihm reden. Faye, lassen Sie uns von hier verschwinden. Ich habe mich geirrt. Es gibt keine Verschwörung. Doch, auf dem H2-Turm hat jemand eine Bombe platziert. Was? Woher? Wir haben keine Zeit, komm! Ach du Scheiße, jetzt wird's echt nicht spannend. Oh Gott, das war jetzt eine Aussprache. Meine Güte, er hat gelacht wie... Ich habe einen neuen Lieblingsscreen. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Aber ich finde das mit dem Sonnenuntergang schon ziemlich geil. Der H2-Turm. Wasserstoff ist hochexplosiv. Oh nein, wir werden alle unter riesen Wassermassen erschlagen werden. Denn wenn Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert... Oh mein Gott, Sie hatten recht. Stehen Sie da nicht rum und glotzen? Ja. Schnappen Sie sich diesen Kerl. Ich werde diese Höllenmaschine schon irgendwie entschärfen. Den schnapp ich mir. Ja, mach das mal. Also, wir sind jetzt Faye. Ich dachte, wir müssen jetzt die Bombe entschärfen. Oh, der spannende Schwanz. Er hat die Bretter losgetreten. Drüber klettern ist zu gefährlich. Ich muss außen rumgehen. Nein, musst du nicht. Du kannst, drüber klettern. Ja, dann beeil dich. Derzeit ist er doch schon längst weg, solange wie unten mein Bildschirm immer lädt. Oh, spannende Musik. Also man muss echt sagen, die Musik ist ganz schön geil bei dem Spiel. Ich dachte jetzt, man kann irgendwas mit diesem komischen Binöckel da machen. Wir müssen den Turm geflohen sein. Genau, wir sehen uns erstmal die Tür an. Wir lassen uns ganz viel Zeit. Was? Wo ist der hin? Nicht gut. Ah, er ist wahrscheinlich abgestürzt. Jetzt bloß nicht nach unten sehen. Hier kann man echt nichts machen. Oh. Lasst mich in Ruhe! Niemand wäre verletzt worden, wenn ihr nicht... Oh nein. Platsch. Aber wir haben immer noch ein ganz anderes, anders gelagertes Problem. Und zwar eine scharfe Bombe. Okay. Ruhe bewahren, Bent. Hm. Keine Drähte, die ich durchtrennen könnte. Dafür hat der Saboteur irgendwelche Zahlen eingeritzt. Vielleicht gelingt es mir, den Zündvorgang abzubrechen, indem ich die Kontakte der Bombe überbrücke. Bis die Digitalzahlen und die eingeritzten Zahlen übereinstimmen? Etwas gewagt. Aber was bleibt mir für eine Wahl? Was? Eins ist so, null ist so. Okay. 4 und 3, Differenz ist 1. Stimmt das? Differenz 2. 3 und 2. 4 und 4. Boah, ich traue mich gerade gar nichts zu machen. Ich würde mir die Erklärung ganz gerne mal anhören. Nee, überspringen tue ich das nicht, das ist so cool gerade. Wenn ich jetzt diesen Kontakt löse... Geht gar nicht. Hä? Ah, okay. Überbrücken. Was passiert denn dann? Passiert dann was? Das ist ein Minus. So, wenn ich jetzt so mache, geht das nicht. Was passiert denn beim Plus? Gar nichts. Okay, also Plus zwischen den beiden ändert gar nichts. Das zwischen den beiden ändert was. Hier ändert es wieder nichts, hier ändert es wieder was. Das heißt, die eingeritzten Zahlen müssen am Ende mit den Digitalzahlen übereinstimmen. Okay. Da muss ich ein Minus reinhauen. So, und hier auch nochmal ein Minus. Dann stimmt die 0, aber hier steht eine 1. Die könnte ich so generieren, die 0? Nee. So.
voll cool gerade. So, muss immer noch das System rausfinden. Also die da oben die 0 kriegen wir problemlos hin. Rot macht 1. Das macht 0. Also das verstehe ich noch nicht ganz, was dieser kleine Zettel hier zu sagen hat. Das ist 0 und das ist 1. Wenn ich jetzt hier die 2... ist immer noch nicht... Also das ganze System habe ich... Ganz habe ich das System noch nicht verstanden. Die 2 ist schon bei einer 2. Das ist schon gar nicht schlecht. Die 3 bei einer 3. Hier müssen noch 2 drauf. 2 drauf. Quatsch. 2 ab, abgezogen werden. Blödsinn. Hier müssen 3 weg. Spannung. Spannung. 2, 3, 2, 0. So, jetzt stimmt das zumindest oben schon mal. Und jetzt haben wir uns hier ganz schön Scheiße eingebracht. Die 3 stimmt. Hier müssen wir noch 1 abziehen. In die Richtung, was irgendwie nicht funktioniert. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, hier müssen wir noch 1 draufhauen. Okay, die 3 stimmt schon. Gut, dass die Bombe nicht von der Zeit, nach einer Zeit irgendwie hochgeht. Das wäre ja ganz schön schlimm bei der Bombe. So, die 0 stimmt wieder. Jetzt ist das da oben wieder im Arsch. So. Wenn ich sie raushole. So. Ah ne, hier muss ein 1 hin. Das ist, da muss ich die wieder rausholen. Oh, wenn ich das hier mache, dann ist das da... das ist doch doof. Ganz habe ich das System also noch nicht durchschaut. Warum? Hier müsste doch jetzt eigentlich eine 3 stehen, oder? Oder? Oder ist nur Phase, sind die roten Phase? Okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die äußere Ecke fehlt mir also. Stimmt. Jetzt hier 4 raus. Ah, jetzt stimmt das wieder. Ne, stimmt, 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 stimmt. Ah, das stimmt jetzt alles. Oh, jetzt müssen wir hier noch irgendwie 1 schlau einsetzen. Und zwar muss das eine 0 werden. Drei weniger, 1 mehr, 2 mehr. Weniger. 1 mehr. 2 mehr? Schade. Wuhu! Mission Impossible. Ich hab's geschafft, ich hab die Bombe entschärft und das innerhalb von 5 Minuten oder so. Cooles Rätsel. Lass los! Verdammt, lass endlich los! Lass du mich nach oben, dann zieh ich dich hoch! Bist du wahnsinnig? Are you nuts? Verdammt, was tust du? Uns beide retten! Und jetzt du! Ah! Faye, die Algenfelder! Die Algenfelder brennen! Oh mein Gott!